aus Müll kann man noch Gold machen. Besser gesagt, ein geiles Projekt bauen. Ich habe mir hier aus dem Keller einen alten Balken geschnappt. Das ist wahrscheinlich so ein alter Dachstuhlbalken. Und daraus möchte ich was Geiles mit euch bauen. Okay, ich muss zugeben, diesen Balken hier habe ich schon längere Zeit hier. Ich habe das Ganze auch vorbereitet. Unter anderem habe ich hier eine Platte und eine Stahlplatte, 5 mm Stahl. So, die kommt hier hin. Übrigens kann man sich sowas auch im Internet kaufen, so Stahlplatten und so weiter. Also ganz simpel, werde ich euch mal verlinken. Das wird der Fuß werden. Dann haben wir hier den Balken. Der wird natürlich gekürzt. Das soll ein Beistelltisch werden für David, für sein Schlafzimmer, besser gesagt fürs Bett. Da hat er nämlich keinen Beistelltisch und immer wenn ich bei ihm schlafe, lege ich mein Handy auf den Boden und ihr kennt es, wenn man Boxspringbett hat, da kommt man nicht so schnell auf den Boden. Das nervt mich total. Deswegen baue ich in dieses Teil. Das heißt, wir kürzen das Ganze gleich und dann habe ich hier eine richtig tolle Acrylglasplatte. Die ist noch mit Schutzfolie drauf und die kommt dann hier reingesteckt. Und zack, haben wir unser Beistelltisch. Neigung oder die Gradzahl anzusägen, nehme ich hier meine Kapp- und Gärungssäge. So, wollen wir mal schauen, wie viel Grad wir hier machen. Ich würde ja sagen, wir neigen das Ganze. Wie kann man das denn hier nochmal neigen? Mensch. Hä? Sowas. Genau, aber wieso? Okay, gut. So, ich glaube 15 Grad könnte passen, ne? Nehmen wir mal, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so war das fixieren, genau, so fest. Das heißt, wir sägen mal hier 15 Grad, holen kurz einen Gehörschutz und einen Mundschutz, ganz wichtig. Weiter kommen wir leider nicht, ich habe auch keine Lust, das Ganze jetzt zu drehen, weil ich weiß, man kriegt es nie genau hin. Deswegen säge ich jetzt den Rest mit der Feinsäge und ja. Voilà. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Gradzahl. Oh, Scheiße. Schon den ersten Splitter reingehauen? Oh, nee. Ob die Gradzahl auch stimmt? Ja, so kann man es lassen, ne? Da ist er. Könnt ihr das sehen? Ah. Kennt ihr das auch, dass man die Haut aufschneidet, bis man ihn raus hat? Ekelhaft. Jetzt schlitzen wir den Stamm und das ist... Hier ist sogar noch Dings drin, wie Erde oder so. Jetzt schlitzen wir den Stamm, das ist ganz einfach. Also bei der Kappsäge bzw. bei dieser hier kann man die Tiefe einstellen. Das habe ich schon öfter gemacht. Ich habe mir das ungefähr jetzt zum Hälfte des Stammes angezeichnet. Und wir müssen jetzt für die Acrylglasscheibe, die da später reingeschoben wird, müssen wir jetzt ungefähr einen Zentimeter ausarbeiten. Und das machen wir, indem wir immer Stück für Stück das Ganze schlitzen. Ganz schön eingestaubt hier der Arbeitsplatz, aber deswegen habe ich das auch so gewählt, dass die Kapp- und Gärungssäge hier an dieser Wand steht, die ohne jegliches Werkzeug ist, dass man das mal schnell sauber machen kann. Genau. Jetzt nehmen wir das mal vorsichtig runter, ohne dass ich einen Splitter bekomme. Übrigens habe ich jetzt meine Absauganlage an, also meinen Luftfilter. Ich hoffe, man hört den nicht so. Ich mache das nämlich gleich aus und will das mal testen. Die muss ich, glaube ich, mal wieder anschärfen. So, jetzt seht ihr hier so ein paar Holzspalten oder Überbleibsel. Die könnt ihr ganz einfach rausbrechen, ne? Und wer mag, kann jetzt mal zählen, wie alt dieser Stamm war. Aber es hält, glaube ich, gar nicht mehr so richtig, ne? Weil da wurde ja gehobelt. So, das machen wir jetzt plan. Also mit einem Stecheisen, ne? Macht nicht wirklich viel Arbeit. Und dann hoffe ich mal, dass ich nicht so viel ausgenommen habe, denn das passiert mir nämlich meistens. Übrigens, die Platte hier, die habe ich mir zuschneiden lassen bei Plattenzuschnitt 24. Hier ist auch das Logo drauf. Und die ist 1 cm. Und die Kanten sind entgratet und poliert. Das heißt, man kann theoretisch durchschauen. Und kurz euch mal was zeigen. Wir haben natürlich auch andere Platten, ne? Wie beispielsweise Alu-Debound, Zylinder
Acrylglas. Da baue ich demnächst auch mal eine coole Absauganlage. Multiplex. Spanplatte beschichtet. Ne? Ich werde euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung setzen mit einem Rabattcode. Und da kann man solche Sachen sich wunderbar bestellen. Es ist nämlich sehr mühselig, sowas selber herzustellen, zu fräsen. Und ja, Acrylglas ist so eine Sache für sich. Ne? Deswegen lasse ich das Ganze machen. So, stecken wir rein. Und nein, nein, scheiße. Ah. Einmal nicht aufgepasst, ne? Normalerweise würde ich sowas rausschneiden. Scheiße. Wenn ich jetzt hier einen Schlitz reinmache, sieht das doch jeder, dass man sich da so vertan hat. Ah, nee. Ja, Handwerksfreunde, das hat man davon, wenn man ja, nicht aufpasst, ne? Eigentlich wollte ich das Schöne hier vorne haben, aber ich kann es jetzt leider nicht mehr retten. Ich habe hin und her überlegt. Ich habe jetzt hier unten nochmal nachgesägt. Bald ist vom Stamm nichts mehr übrig. So sieht das dann aus. Ne? Das heißt, wir werden die Stahlplatte hier auch hinmachen, damit das Ganze nicht nach vorne kippt. Und ja, lassen wir jetzt so, ne? Ich werde den Stamm nachher noch mal ein bisschen bearbeiten zum Ende hin, aber wir kümmern uns jetzt um die Stahlplatte. Die müssen wir nämlich vorbohren. Und hierfür zeichnen wir uns die Diagonale an. Somit erhalten wir den Mittelpunkt. Das heißt, hier einmal und hier. Wir machen hier 1, 2, 3. Wichtig ist auch bei solchen Arbeiten, dass ihr das Ganze mal festspannt, das Werkzeug, und eine geringere Drehzahl bei Metall. Und die Bohrkassette hier habe ich immer parat für Stahl, für Edelstahl, für verzinkte Stahl von der Firma Ruco. Und dafür nehme ich jetzt passend ein Bohrschneidöl. Das ist nämlich wichtig bei so einer dicken Platte. Und im nächsten Step senken wir das Ganze. Und dafür nehmen wir auch die passenden Senker von Ruco. Denn Ruco ist dafür bekannt, dass es wirklich sauscharfes Werkzeug herstellt. Unter anderem Bohrer, Spiralbohrer, Fräser. Und da unsere Bohrer bzw. unsere Schrauben nachher sich senken sollen in die Platte, weil das Ganze dient ja als Standfuß, senken wir das Ganze von beiden Seiten. Von der, das ist echt Wahnsinn, wie scharf das ist, ne? Von der einen Seite und von der anderen Seite so ein bisschen mehr, damit der Schraubenkopf auch schön versenkt ist. Voila. Schaut euch mal die Senkung an. Jetzt haben wir das Ganze ja mit Öl eingesaut, mit unseren Fingern. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt lackieren würden, dann würde der Lack wahrscheinlich nicht haften. Deswegen nimmst du dir jetzt einfach Pinselreiniger oder ich nehme immer ganz gerne hier einen Bremsenreiniger. Damit sprühe ich das Ganze ein. Und nehme quasi den Fettfilm von dem Metall herunter. Manchmal ist auch so eine Platte schwarz. Und das Schwarze solltest du so gut wie es geht, das ist so ein Schutzfilm, damit der Stahl nicht so schnell rostet, solltest du so gut wie es geht entnehmen. Und im Anschluss solltest du es natürlich nicht mit deinen Fettfingern, wie ich jetzt, wieder anfassen. Wie du Metall lackieren kannst, darüber gibt es auch ein Video. Ne? Ich möchte das nur ganz schnell und grob mal anreißen. Also, wir merken uns Bremsenreiniger. Als nächstes würde dann eine Grundierung kommen. Die trägst du auf, eine Metallgrundierung. Im Anschluss lackiere ich das Ganze mit einem Platinumlack von Duplicolor. Schwarz, matt. Kannst du auch andere Töne nehmen. Und für diejenigen, die es etwas spezieller mögen, gibt es auch einmal ein Effektlack in Rostoptik oder Zementlook. Auch was Schönes. Werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken. In der Zwischenzeit, wo das Ganze trocknet, kümmern wir uns jetzt weiter um diesen Stamm. Ja, den müssen wir so ein bisschen bearbeiten. Und zwar kannst du, wenn du jetzt keinen alten Stamm hast, kannst du dir auch so einen Stamm besorgen und den auf alt trimmen. Dafür gibt es eine besondere Bürste. Habe ich jetzt schon
des Öfteren mal in meinen Videos verwendet. Das ist so eine Drahtbürste. Es ist aber keine gewöhnliche Drahtbürste, wie ihr die kennt. Es gibt hier auch so Drahtbürsten, wo du Metall beispielsweise abschrubben kannst, alte Farbe. Die sieht nämlich so aus und diese sieht so aus. Und mit dieser hier kriegst du das Weichholz rausgekratzt, was wir jetzt hier wollen. Das ist echt mega geworden. Sieht aus wie vom Beschichter. Und jetzt können wir auch den Balken hier verschrauben. Geil. Herrlich. Ich freue mich richtig. Ich hoffe, mein Bruder David freut sich genauso wie ich. Natürlich sind solche Oberflächen immer leicht anfällig für Staub und sowas, aber ich finde, es macht schon einen sehr, sehr edlen Eindruck, ne? Ja, und wie du siehst, kannst du aus einem alten Holzbalken quasi Schrott richtig tolle Sachen machen. Du hättest daraus auch beispielsweise eine Lampe bauen können oder einen Tisch oder einen Waschtisch. Das habe ich nämlich alles schon getan. Ich werde hier mal unten in der Videobeschreibung ein paar Videos hinzufügen. Oder einfach hier jetzt, ne? Dann findest du noch ein paar mehr Ideen von mir. So. Und wenn du Bock hast, mich hier zu begleiten in meiner neuen Werkstatt und Bock auf Holzprojekte hast, Metallprojekte und alles, was sich rund um das Thema Handwerk dreht, dann abonnierst du einfach den Kanal. Bis dann. Ciao.